kennst du diese innere Stimme, die dir die ganze Zeit irgendwelche Gedanken einflößt, die die ganze Zeit plappert und plappert und plappert. Manchmal ist es sogar so schlimm, dass du dich damit identifizierst und einfach nicht mehr zur Ruhe kommst. In diesem Video zeige ich dir, wie du diese Waschmaschine vom Schleudergang runterfährst und dich wieder mit dem Universum verbindest. Mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Gründer von Brainwave 3D und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du deine ganzen Systeme, dein ganzes Denken, dein ganzes Agieren, alles was in deinem Verstand vor sich geht, runterfahren kannst. Ja? Also wie du deinen Mind clearst. Ja? Und zwar habe ich dafür eine Frequenz produziert, nennt sich Adventure into the Jungle. Ja? Worum geht's da? Und zwar geht's da um Dissoziation. Ja, was bedeutet Dissoziation? Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel ADHS oder ADS. Das bedeutet, dass diese Menschen sehr, sehr viel Input von außen bekommen. Das sind die Menschen, die nicht rausgehen können richtig. Die haben zu Hause keine Bilder, keine Ablenkungen, weil sie über alles nachdenken müssen. Und diese Menschen werden mit Dissoziation therapiert. Das bedeutet, man hat vorne eine Klangschale, hinten ein Geräusch, hinten da und von da und die schließen ihre Augen und die denken dann nochmal viel nach, aber dann kommt von hier ein Ton, dann von da hinten, dann da und dann wechselt sich die Perspektive, die Achtsamkeit von über was ich jetzt nachdenke hinzu, von wo kommt jetzt wann das nächste. Und dadurch ist man in einem Aufmerksamkeitsmodus, weil man dissoziiert wird und diese Menschen hören dann auf nachzudenken. Ja. Und es gibt viele Formen von Dissoziation und deswegen sagt man auch so, wenn du in den Wald spazieren gehst, danach fühlst du dich geerdeter. Und das liegt daran, dass du im Wald, und das ist die natürliche Dissoziation, wenn du im Wald bist, dann hörst du von hier eine Biene vorbeifliegen, da hinten ein Tier, da hinten ein Eule, da vorne einen anderen Vogel, gleichzeitig da hinten ein Vogel. Das heißt, das ist die natürlichste Dissoziation überhaupt, weil es dazu führt, dass du dich einfach nur auf den Wald fokussierst und plötzlich hörst du von allem überall irgendwas und dann fährt sich dein eigenes System, dein Ego-System runter. Ja? Und es gibt noch eine Steigerung, wie man sozusagen die Walddissoziation verbessern kann, und zwar indem man in den Dschungel geht, ja, weil da hörst du an jede Ecke von immer, von überall irgendetwas und immer verschiedene Sachen und dann gleichzeitig noch die Biene und die Fliege und den Vogel und keine Ahnung was alles. Ne? Und diese Aufnahme, die ich für dich produziert habe, ist eine Live-Aufnahme im Dschungel. Ja? Das bedeutet, ist wirklich im Dschungel aufgenommen worden, mit Ambisonics, das bedeutet, das Aufnahmegerät hat überall Mikrofone gehabt in allen Richtungen. Und wenn du in ihr Kopfhörer oder Muschelkopfhörer aufsetzt bei dieser Frequenz, dann wirst du wirklich alles so fühlen und erleben, als ob du gerade wirklich im Dschungel bist. Ja. Die Frequenz nennt sich ja Adventure in the Jungle, das bedeutet, das ist ein Abenteuer und es hat vier Phasen. Die erste Phase ist das, dass du im Dschungel beginnst und das kannst du super zum Meditieren verwenden, wenn du gerade merkst, so okay, du möchtest dich mit dem Universum verbinden, du möchtest dein System runterfahren, weil du merkst, in der letzten Zeit, du hast einfach viel Stress und du kannst dich nicht beruhigen. Ja. Die erste Phase ist, es fängt an mit, da ist es ein bisschen ruhiger und dann fängt es relativ schnell an, turbulent zu werden. Dann wird es actionreich und dann passiert sehr, sehr viel. Ja. Es gibt eine Studie, die wurde gemacht und die hat gezeigt, wenn am Anfang viel los ist, ja, und du wirst die ganze Zeit konstant mit allen möglichen Geräuschen und Tieren und so weiter verbunden, dann gehst du selber in eine Art Panikmodus, weil du einfach eine Überforderung erlebst. Und wenn du dann, wenn das dann runterfährt, ja, dann ist die Stille viel, viel stiller. Das ist so, wenn du auf der Autobahn 300 fährst und dann fährst du runter auf die Freilandstraße und fährst 100, dann kommt dir der 100er viel sehr, sehr langsam vor. Ja? Und genauso ist es auch mit dieser Frequenz. Ja?
Das heißt, die erste Phase ist, es wird sehr, sehr intensiv, sehr, sehr dissoziierend, sage ich mal, sogar so, dass du denkst, so, oh, das ist mir zu viel, ja. Aber es ist genau so, wie es sein soll. Ja. Dann kommt die zweite Phase, da kommt noch ein kleiner Regen dazu und dann kommen noch mehr Tiere und dann kommt es von oben und du hörst wirklich am Himmel das Ganze und dann hörst du überall die Blätter wieder Tropfen drauf plätschern. Das ist eine sehr, sehr intensive Dissoziation. Und dann kommen wir in die dritte Phase. Die dritte Phase ist, der Regen hört auf, die Tiere, du spürst richtig, wie die Tiere verschwinden durch den Regen und dann wird es ruhiger. Ja, es ist noch nicht ganz ruhig. Es ist dann die Phase, wo dann auch die Fliegen kommen und so und du hörst richtig, es gibt sogar eine Stelle, wo du wirklich das Gefühl hast, dass deine Schlafmaske und deine Kopfhörer wegzutun, weil wirklich eine echte Fliege gerade auf deinen Kopf gelandet ist. Das hört sich wirklich genauso an. Ja. Aber das ist nicht so. Das heißt, du kommst in diese Phase, wo es dann ruhiger wird und wo du dann nur von der Fliege und von den Fliegen dissoziiert wirst und so ganz leichte Nebengeräusche, aber von der Ferne nun. Ne? Und dann merkst du, wie es langsam Nacht wird und wie die Grillen anfangen. Und dieses Geräusch der Grillen hat eine eigene Frequenz, was dann dazu führt, dass es für dich noch viel, viel intensiver wird. Ja. In jedem Fall ist es so, dass du runterfährst, ja. Dass dann die Nacht dann in der vierten Phase losgeht, wo dann die Fliegen aufhören, wo dann nur noch die Nachtgeräusche sind vom Dschungel. Und dann hast du das Gefühl so, boah. Endlich kann ich entspannen. Ja. Und jetzt ist der Trick folgender. Im Hintergrund laufen zwei Frequenzen. Ja. Einmal läuft die Frequenz 432 Hertz, also die Frequenz des Universums, also das, was alles miteinander verbindet. Für mich persönlich so die Frequenz der Blume des Lebens. Ja. Wenn die zweite Phase vorbei ist, also kannst du auch in den ersten zwei Phasen dieses Geräusch hören, wenn du ein musikalisches Gehör hast und dich auf diese Töne fokussieren kannst. Dann wirst du hören ganz leicht dieses Piepsen, so ein Piep. Ja. Wenn du in die dritte und vierte Phase kommst, dann wirst du das eher leichter hören mit einem normalen Gehör und wirst dann, und das ist der Trick dieser Frequenz, dass du deine Achtsamkeit wirklich auf diesen Ton legst. Und diese ganzen Nebengeräusche, du wirst vielleicht, wenn du das ein paar Mal hörst, am Anfang noch viel nachdenken und so. Aber der Trick ist, dass du wirklich dich dem hingibst, dass du dich diesen Ton hingibst, der im Hintergrund läuft, dass du dich diesen Geräuschen, die da sind, diese Vögel, diese Atmosphäre, dass du dich dem vollkommen hingibst und immer du wieder merkst, okay, ich denke gerade, hör auf damit und gebe dich nur noch der Dissoziationen, gebe dich der Natur hin, gebe dich den Geräuschen und hin und vor allem richte deine Hauptaufmerksamkeit auf diesen Ton, der ganz leise ist, ja. Und dann wirst du dich ja mit dem Ton verbinden und das ist der Ton, der dich wieder erdet, der dich verbindet, der dich synchronisiert mit dem Universum. Ja. Und eine zweite Frequenz läuft im Hintergrund und das ist hier unten links in 3D, so ungefähr 30 Meter. Hinten auf der linken Seite hörst du eine Epsilon-Frequenz, die hier wieder so macht. Bum, 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 mit 0,5 Hertz ungefähr. Das führt dazu, dass es kann sein, dass du es nicht hörst, ja, weil es durch die Naturgeräusche dissoziiert wird oder einfach der andere laut ist, aber das Unterbewusstsein nimmt es wahr. Und dieser Ton von der Position führt dazu, dass langfristig dein Egosystem einfach runterfährt, weil es sich auf Epsilon, also auf Tiefschlaf, einkalibriert und im Hintergrund bist du synchronisiert mit 432. Herz, ja. Also das ist eine wundervolle Methode, um wirklich sein Gedankensystem runterzufahren. Und das bedarf auch Training erst. Es bedarf, dass du das vor allem in der ersten Phase mehrmals hörst, also wirklich so dreimal am Tag, und wirklich darauf Wert und Acht legst, oder wenn du willst auch mehrmals, dass du dich runterfährst, ja, dass du das ganze System runterfährst, und dich auf den Ton fokussierst, ja. Und wenn du das paar Tage gemacht hast, mit dreimal am Tag, dann wirst du wirklich merken und spüren, wie diese Frequenz, ja, dazu beiträgt, dass du langfristig deine Gedanken runterfährst, ja. Und dann kannst du sie nutzen, wann immer du möchtest. Und das ist genau das Geschenk, was ich dir damit geben möchte. Einfach eine super einfache Frequenz, die dir hilft, dass du ja ganz, ganz, ganz schnell und ganz einfach dich runterfahren kannst, ja, und dich dissoziieren kannst. Und wenn du merkst, du hast gerade Stress, damit bringst du dich auf jeden Fall wieder runter und gleichzeitig kalibrierst du dich mit dem
mit dem Universe. Ja. Und diese Frequenzen in Kombination Epsilon und 432 Hertz, ist ja High Gamma, führt auch dazu, wenn du das zum Beispiel am Abend hast oder in einer Schlafunterbrechung oder in der Früh und dann nicht nochmal hinlegst, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist für luzide Träume, für Seelenreisen und mystische Erfahrungen, körpereigenes DMT zum Beispiel, wird damit auch sehr, sehr einfach eingeleitet. Ja. Also das ist meine Lieblingsmethode, mit der ich immer arbeite, wenn ich merke, okay, bei mir ist gerade viel Stress und ich habe keine Zeit zu meditieren, dann gebe ich mir diese halbe Stunde, wo ich einfach runterkomme, und wenn ich das ein paar Mal hintereinander höre oder verteilt am Tag, dann merke ich wirklich, wie das System langfristig auch mich runterfährt, weil es einfach die natürlichste Dissoziation ist, die man sich so vorstellen kann. Ja. Also das ist meine persönliche Lieblingsmethode, wie ich mein Ego-System runterfahre. Zusätzlich möchte ich dir noch sagen, dass diese Frequenz ab heute auch schon in der App erschienen ist. Das heißt, in unserer App, in der Kategorie Naturgeräusche bei Wald und Tiere, ist diese jetzt auch verfügbar. Also wenn du die App hast, dann kannst du also unter dem Video in der Videobeschreibung, meinen angehefteten Kommentar, oder in der Videobeschreibung ist der Link zu der App. Dort findest du sie sozusagen mit inkludiert. Ja. Ja, das ist sozusagen die Methode. In dem Sinne wünsche ich dir viel, viel Freude und wir sehen uns im nächsten Video.